Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. King of Spanner. Inferno Alar. Skala raus. Inferno Alar. King of Spandau, Inferno Alar. Können wir das selber einsingen oder so? Ja, natürlich können wir das. Aber ich weiß nicht, ob wir das wollen. Okay, nächster Bahn ist Tom Kench. Yes. Tuma Kancha. Tuma Kancha. Hessischer Twitch Prime und Sub! Minus 10 für Kutscher. So, was wann war? Ja, wow. Schadon? Nein. Hallo, Spaß. Nein. Kutscher. Hessischer Twitch Prime Sub für 3 Monate! Okay, Caitlyn ist jetzt immer noch attraktiver. Wir müssen jetzt nicht mehr bannen. Dann würde ich jetzt einfach den Weiger bannen, damit wir auch besser für Galio gehen können. Sonst kann der einfach Weiger picken. Die denken sich jetzt so, Xayah Band, der spielt keinen Rakan, aber nicht mit Mystifill. Okay. Was machen wir jetzt? Galio? Puh. Ja, warte mal. 2 Broken AD Oder wir flexen Morgana eine Runde. Na, Ezreal offen. Jhin ist noch offen. Warum ist es noch gut nach dem Rageblade Change? Weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Das denke ich immer noch decent, aber. Was mit Kamel? Dann gehen wir für Galio und dann können wir danach vielleicht Kamel gehen. Das wäre ja dann, denke ich mal, lukrativ. Nö, aber generell. Ich kann auch Galio jungeln. Oder du jetzt einfach deine Schnauze. Das kann er nicht Galio mit dich, Johnny. Nein, hast du wenigstens den neuen Galio Skin, Johnny? Oh, tut mir leid. Der ist doch gar nicht freigeschaltet. Der kommt erst am 1. April. Ach so. Ach, es gibt wieder April-Skins? Nice. Mhm. Nee, dieses Kennt ihr die nicht? April. Okay, Olaf. Kaffee hätten für Olaf auch gehen sollen, ne? Der ist super strong aktuell. Ja, ich belieb dann, Tim. Hast du meinen Olaf von letzter Woche nicht mehr im Kopf? Ja, doch. Wer hätte Olaf bannen sollen? Hessischer Olaf! Okay. Damit Timmy nicht pickt. Olaf kann man handeln. Boah. Ja, wollen wir jetzt Kamel Rakan? Oder willst du hier einen ADC sichern? Ich würde keine Kamel erstmal nehmen. Ich warte mit Top. Okay. Ich finde die Combo halt so nice, ne? Ja, was mit Jax auch. Okay, dann jetzt eine Botlane oder ein Jungler? Okay, von mir aus auch Ezreal picken. Jetzt genau. Rakan erstmal Rakan. Dann mach erstmal Rakan und dann lass jetzt noch einen Jungler nehmen, wahrscheinlich. Dann entweder für Jarvan gehen oder. Also Jarvan ist mit Galio jetzt schon ziemlich nice, ne? Ja, vor allem, weil ich Olaf dann halt aufhalten kann, wenn er keinen Flash hat. Er hat aber Flash. Ja, aber, wenn er Flash auf Cooldown ist, dann kann er uns überrennen. Also ja, oder halt den ADC, aber ich weiß nicht, wie flexibel sind wir da? Nee, ich will jetzt nur die ganze Botlane bleiben picken, mit Rakan will ich jetzt nicht machen. Okay. Erstmal schnuppern, was die Gegner. Und denk dran, ich bin immer noch scheiße in diesem Spiel, also desto mehr ich von der Botlane sehe, desto höher ist die Chance, dass ich nicht reinente. Alter, was ist das für eine... Ja, es ist Real Talk. Ich bin richtig schlecht aktuell in dem Spiel. Ha, aber heute hast du garantiert einen Sahnetag. Ich spüre das. Ich habe heute schon ein paar Games gehabt. Sola, please, stop it. Ich bin insane. Insane bad. Das will ich hören. Insane bad. Ey! Traum, okay. So, die picken, dann picken wir 2 und dann picken die wieder. Das ist... Der gute alte Braum. Oh. Wollen wir irgendwie ADC bannen? Irgendwas broken ist mit Braum? So? War offen? Oder, ja. Was ist mit Sein, damit der den nicht Toplane spielen kann? Können wir machen. Ich glaube, Sein Olaf habe ich jetzt nicht so Spaß dagegen zu spielen. Tristana Braum ist halt immer noch ziemlich strong, also wir könnten, wenn dann die Tristana vielleicht rausnehmen. Ich denke, die werden sie wahrscheinlich. Also entweder die picken AD Carry Last. Wir können auch Vladimir wegmachen. Aber ich glaube eher, dass die. Dann habe ich einen saferen Blind Pick. Ja, ich guck gerade mal, was der ADC spielt. Ja, Tristana most played. Dann Ezreal. Ja, aber Tristana noch. Also weiß wenn du über Vladimir gebannt haben willst, wenn du sagst, dass du dann top. Okay, nevermind. Ah, ja, lass Vladimir. Ja, nice, Alter. Die waren wahrscheinlich aber picken. Die waren für uns. Ja, ich denke, die werden Ezreal picken. Was war die Ezreal pick? Was spielst du? Guck mal.
gucken. Wahrscheinlich für einen Djinn oder so gehen. Ja, Bann trotzdem mal, glaube ich, den Vladimir. Die Kaiser. Ja, die ist ziemlich strong jetzt. Mega overbuffed. Die hat insane Range noch irgendwie Q-Round mitbekommen, ne? Ja, die ist komplett overbuffed worden. Geil. Wenn man ausspielen könnte. Okay, gehen wir dann für S oder was ist unser Plan? Kannst du erstmal Jax picken? Das ist dann das Band, fuck. Jax? Mhm. Er pickt doch deinen ADC. So. Ja, aber dann hat er noch mehr Zeit. So, wie du willst. So, ich dachte, du wärst safe, dass du. I bet. Weil wer mit einer Bane? Ja, ich hätte keine Ahnung, wie lange ich mehr. Also, könnte ich halt easy Iceborne gegen die gehen. Ja, dann mach doch. Wenn wir da über Iceborne gehen. Trinity wäre besser, mehr Damage. Falls ich an. Mal gucken. Ah, ich sehe ja. Mich auch. Ja, gib mir mal Ezreal. Ich glaube, ich gehe eher ein bisschen Damage, oder? Lucian könntest du auch gehen. Zu spät. Mal gucken, aber ja. Ja gut, jetzt nicht mehr gucken, so viel. Mal gucken. Nee, Ezreal ist ja, Flex für nee. Draven. Ich meinte jetzt... Mal gucken, Jungs. Also, das war jetzt nicht auf jetzt bezogen. Einfach mal gucken, generell, Jungs. Lucian, ich habe einmal Lucian gespielt und richtig reingeintet. Wasser. Also ich bin ready. Du bist ready. Alter, also der sollte echt fein sein aktuell wieder. Komm mal ran da jetzt. Nee, ich hast du den geilen Jackskin, Kevin? Na sicher hat er ihn. Mein Junge. Das ist denn jetzt? Warum kann ich jetzt keine Rundfeld spielen? Alter, Ignite so macht jetzt auch noch mehr Damage, ne? Was macht mehr Damage? Ignite wurde ja auch noch gebufft. Jo. Ja. Scheiße, der Xayarakan. Aber Xayarakan wurde trotzdem. Ey, wir müssen top richtig wegflanken. Wenn ich Snowball, ich gewinne das ganze Game solo. Okay. Okay. Ja. Halt ignore Bot. Nicht dabei. Ihr seid Loser. Lololol. Win Condition Bot ist schon seit ein paar Wochen weg. Ich seh's schon kommen. Hessischer Infeed. Hessischer Traber-Check. Alter, bitte auf zu schreien. Was ist denn heute mit deiner Lautstärke? Steu ins Maul jetzt! Alter. Aber ist krass, Alter. Wenn Kutscher und Sola in Gefahr sind, erstmal bauen. Erstmal ein Türmchen bauen, Alter. Okay, wenn der. Get High Ground! Aber Metall. Also, der Plan ist, wir spielen rund um Top Lane. Erste Ultimate können wir trotzdem mit Galle gucken, ob wir Bot Lane gehen. Oh, lol. Okay, gut, dass bei mir gerade jetzt nicht mehr ganz 0,95 FPS. Das läuft so viel. Mit OBS. Bleibt nicht. Na klar, hast du Amazon offen? Nee. Achso, immer so ein Video meinst du? Alter, ich hab wieder richtig. Warte, ich tweete es doch. Mein Tweet ist wieder. Ich hab auch noch nicht getweetet. Tim, heute bist du wieder dran. Ich? Du bist wieder mein Target, Tim. Warum? Boah, der Corki spielt ohne Cleanse. Wenn du dachtest, du sahst letztes Mal wie ein Otto aus. Wow. Nee, du siehst besser aus diesmal. Noch besser? Okay, Leute. Ja, ich. Wenn wir ganz kurz Pause machen, ich muss den Tweet noch posten. Wichtig. Jetzt ready? Ja. Ich hab Lex. Oh. Ja, gut, dass wir aufnehmen. Oh. Ach, ist doch egal, das ist eh zu spät. Unsere Prediction für die Performance. Ne, unsere heutige Prediction für die Performance. Für die Alter, so lange Mann. Performance von Unlucky Me. Go, ich will die Retweeten so lange. KOS. Oh, schnell! Schnell! Hashtag. Okay, Midlane hat keinen Cleanse. Das würde ich ganz gern nutzen für einen Level 3 Gank. Ja, ich spiele around Solo Lanes. Okay. Okay, Leute, Tweet ist raus. Wie ist das, Illaoi Jax, wenn du nach vorne kommst? Dann rippe ich den komplett weg. Alter. Dieses Gesicht, ey. Sind wir jetzt ready? Aus welchem Bild ist denn das? Keine Ahnung, Instagram irgendwo. Alter. Let's go. Okay, let's dann go. Du startest Topside, Double Buff. Nee, Botside. Botside? Topside start. Wir gehen top. Braucht ihr Push early? Nö. Das ist mir egal, du passen. Startest Bot. Ich Botside. Okay. Kevin zieht jetzt andere. Ich starte Bot. Ich helf nicht. Ist die gute neue Mastery? Gut, richtig eigentlich. Jax? Jo. Ja, ich bin auch schon direkt worden von einem. Habt ihr diese andere Mastery schon gesehen? Hier, Chris. Ja, man. Wenn du Botlane Losing Lane hast, komplett OP. Ich hab einfach 700 Leben. Jo, ich hatte auch Ruhe. 200 Leben mehr als der gegnerische Ad-Carry. Oder 220.
Oh. Oh, ich hab den. Wir haben hier geworden. 60 ne? Leben mehr. Hier ist ja, du kriegst aber, weil du in den Resource Specs hast, auch nochmal 60 Leben mehr. Achso, weil du es normalerweise nicht tun würdest sonst? Genau. Ich habe 700 Leben ohne Relic, Alter. 700 Leben, das ist das Stichwort, meine ich Freunde. Auch. Herzlich willkommen zum King of Spinner. 18. So. Ich hab 560. Du willst jetzt also einen Pull haben, ja? Ist das eigentlich dein Ernst? Ich hab die voll outmoved. Die wissen jetzt gar nicht mehr, dass ich bei Red starte. Oh, hier ist gewordet. Nein, hier ist wardet. Achso. Okay, Leute, ja, ne? Also wir spielen rund um die Solo-Lanes. Wir holen das Ding nach Hause. Schön Level 3 Midlane-Gank, der hat keinen Cleanse. Da können wir ruhig jetzt nochmal einen Follow-Up-Gank für einen Free-Kill machen. Sorry, mein Skript hat gerade gebuggt. Buggt? Ja, ja. Ihr werdet die insane Performance sehen. Ich meine, ich kann ja nichts mehr in dem Game, deswegen muss ich mir jetzt hier mal legale Mittel suchen. Ich auch, Cola. Cola ist auch drin. Was ist denn das für ein komisches Ding, was über mir rumfliegt? Bei mir fliegt nichts. Red Buff Start von Olaf. Ja, Botlane Hard Push. Bringt aber nichts, die Lane resettet. Wenn du Space drückst, das Ding oder was? Nein, ich habe einfach so einen komischen gelben Teil über mir. Fuck. Auch wenn du Space loslässt? Ja. Aber das kann doch ja liegen, wenn du Space drückst. Alter. Auch wenn du. What? Olaf invadet mein Blue. Okay, ich habe keine Pressure. Move? Ah, ich bin nur Level. Moment, ich bin. Immer reinpushen, da jetzt so hart. Aber übel greedy immer noch, ne? Ja, also ich. Level 2 und dann kann ich. Okay, ja, der backt. Okay. Gib erstmal. Hast du direkt drauf? Ich hab den noch nicht angefangen. Ich würde gerne Krabbe contesten. Ja, kannst du. Also kann ich Mitte nicht. Kann ich Mitte nicht. Bin immer noch. Corki zieht jetzt von hier. Was macht der Otten? Corki kommt. Corki von hier. Jetzt? Ich move jetzt, aber Corki ist deutlich vor mir da. Okay. Alter, insane. Oh ja, mein ich sag ja, der Tief war real. Nee, das war Kevin. Hä? Das ist ja super, Saiyajin. Ja, ich Photoshop nochmal kurz, mal Pause. Wir können den nicht direkt hier oben nehmen. Ich hab kaum Mana. Achso, so, ja, du kannst ja Blue Buff. Achso. Ja, ja. Ja, nee, der hat mich ja Krabbel im Bild. Keine Ahnung, was ich. Hat der Bock? Ja, wir haben Bot den Push Pressure gerade komplett. Gut, ich hab vielleicht, während ich auf den Kill geguckt hab, von Corki hart eingeschaut bekommen. Ich, sagen, ich kann auch schon also nach Olaf der Wave. Bot Zeit. Ja, das ist hart pushen und Run. Ich hab in 200 Gold Trainer. Ich kann jetzt hochkommen. Okay. Willst du back nach der Wave? Let's go. Hab ich noch nicht. Ich könnte mit Futures Markets, könnte ich mir sogar Träne kaufen. Ja, mach doch. Ja. Ich halt ein bisschen die Mitte. Ist das eine Wave, ne? Ich tippe auf die Lane. Nice one! Ja, wir könnten die töten. Ich tippe auf die Lane. Alter. Was? Juicy. Jo, hier ist gewartet. Minus 90 Gold, Alter. Na, dann gehe ich mir noch ein Pink Ward. Wenn man schon eine Minus ist, dann richtig. Okay, ja, ich hatte heute ein Conqueror-Game mit Irelia, 40 Minuten ging das, ich hatte 7000 True Damage mit der Conqueror-Ding. Na, mit dem W auch, oder nur mit der Rune? Mit der Rune nur. Lol. Ist es Top-Lane-Meter now? Nee. Meine Botlane stand leider 1,6 und 1,4. Ja, ich habe auch nur in eine Botlane. Hast du schon mal für den Ernstfall bei King of Spandau geübt, ja? Ja. Sehr gut. Ja, wenn vorbereitet. Okay, ja, aber hat sie erst verloren, aber dafür jetzt die Item Advantage. Okay, Midlane TP't nicht. Lass mal gucken, ob wir hier gegen pushen können, damit die jetzt nicht freeback können. Ich geh mal ein bisschen rauf, ich will da einfach mal reinwählen. Boah, das fühlt sich so gut an jetzt. Was haben die denn gechanged? Der Typ ist mehr Range ja komplett auf e. aggressiv. Echt? Ja, hast du ohne auf dem E ohne Xyra kann, meinst du? Ja. Oder ist Premium? Ich geh jetzt wieder Mitte. Man auch hier irgendwo? Keine Ahnung. Aber der Corki hat halt noch TP, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können ihn aber, wie gesagt, also die Wave pusht jetzt. Vielleicht kannst du nachwürfen einmal hier hinkommen. Ja, kann ich machen. Kann ich mir vorstellen, dass. Ich guck mal, wie der jetzt wardet, aber. Wenn der Botside wardet, ist ja ziemlich viel. Ja, der wardet Botside. Wo genau? Ja, der ist gerade im Move, der ist hier. Okay, ja, der kann auch Bot moven. Ja, die haben eigentlich. Ja, der move Bot, der move Bot, der move Bot. Kann ich hier rein? Ja. Ich kann auch pushen. Warte, geh noch weiter, okay. Geh hoch zu den Dings. Ja, aber Olaf, also kann Olaf auch hier sein? Also der hat gerade richtig weird gemoved, so der ist irgendwie noch viel zu weit gechillt. Olaf ist hier oben bei den Golems. Okay, also lass noch warten, bis Corki sich wieder zählt, können wir mal rein. Ilari moved. Okay, nice, Olaf Flash. Okay, das reicht auf jeden Fall. Good job. Und lass pushen, die wollen backen. Ja. Actually, wir können den hier nehmen, noch voller 6. Ja, ich komme. Recallt hier irgendwo. Ah, pass auf, pass auf. Ich baller gleich eine W rein. Okay. Ja, der hat den Tribush gewordet.
Gromp machen. Ich geh fix nochmal Base. Hm, leider nicht das beste Backport-Timing hier. Bräuchte noch 100 Gold für Pickaxe oder 300 für Schienen. Reset hier jetzt Olaf 4. 100 Gold für Minus Minute 6 wäre nicht so cool. Ey, was will ich mit der Minus machen? Immer? Das ist doch wirklich egal. Hey, nein, du gehst 50 Gold ins Minus, wenn du ins. Also, du musst 50 Gold Zinsen zurückzahlen. Ich könnte. Was? Ja. Corki kann moven. Corki kann moven. Ja. Deswegen ist die Rune ja eigentlich nicht so insane. Sonst würde die man, sonst würde man die auf jedem Champion mitnehmen. Kann ich dir garantieren. Futures Market. Wenn oder du wieder Botlane Jungle. Na, wenn du ins Minus gehst, musst du immer 50 Gold mehr bezahlen, um wieder bei 0 zu sein. Okay, können wir aufs Game fokussen? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich habe jetzt Level 6. Ich hab noch nie gehört. Wir können. Ich auch nicht. Ja, die nimmt ja auch keine Sonne. Alter! Please. Ja, ich hab Level 6. Ich kann Toplane moven. Ich move jetzt top. Ja, ich kann gleich reinballern. Okay. Die Bots hat Olaf aber auch. Also, jetzt BF, wir sollten auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt hier in Range, yo. Jo. Ich könnte jetzt wieder Set weggehen, aber ich kann auch bleiben. Nice. Okay, Flash raus. Ja, wir sollten auf meine Ult warten, damit meine Ult Push Pressure erzeugen und weggehen einmal. Der hat Magic Pen Boots gerusht. Der Cocky ist ziemlich mobil unterwegs, deswegen. Aber ziemlich schlecht im Wave, ne? Also, braucht viel länger für die Waves. Ja, das ist super bad. Vor allem, weil ich auch schon MR hab, also. Schlechteres konnte er sich gar nicht kaufen. Also wir gewinnen heute, meinst du, ja? Boah. Ah, Cocky hat wieder reingepusht. Kann sein, dass er wieder in den River geht. Jo. Der klärt mein Pink, kann man? Kann man, ja. Ich hab keine Ult. Ja, Botlane hat aktuell auch Push-Pressure, weil sie hat das Item-Vorteil. Was fein. Mach du. Boah, die nächste Wave noch für 6. Oh, was, sollen wir Pink-Code testen? Jo, können wir machen. Ist gewollt. Okay. Nehme ich nicht Mana jetzt. Wieder bis 6? Oh, fein. Good job. Ich denke, die Wave. Oh, nicht so ein XP-Advantage. Hab ich so viel verpasst. Keine Ahnung, wo Olaf ist. Gerade. Sein Red ist auf jeden Fall ab. Ja, 1 der ersten, da bin ich 6. Olaf hat auch kein Flash. Ich muss schon dran denken. Ja, müssen ein bisschen aufpassen, ne? Wenn der Braumold trifft, kann die da ganz gut drauf connecten mit ihrer Ult. Ich hab keine Vision Botlane gerade. Hier ist 6. Lass mal abpushen einfach. Okay, das Base. Was spielen? Nice. Ich hatte ja Red Buff, der Olaf? Hab ich nicht gesehen. Letzte schon. Aber ich gehe trotzdem top Set in Welt. Corki miss. Corki wird Base gehen und mit Package kommen. Corki hat jetzt Package. Ich komm hoch, ich komm top. Corki hat jetzt Package. Corki hat Package, Botlane, ne? Die könnten Drake, die machen wahrscheinlich Drake, ja. Corki kann mit Package hochkommen, der. Der TP'd mit Package. Ich move auch hoch. Okay, alles gut. Der geht auf Kevin, eigentlich. Für Kevin. Nice, good job, Kevin. Ich komm auch. Wir können das spielen. Jungler ist nicht da. Der ist am Drake. Wenn ihr irgendwie da halten könnt, ich bin auch gleich da. Ja. Boah. Ich geh jetzt gleich rein. Go. Auf beide. Oh shit. Corki? Aber. Nice. Genau. Und dann könnte jetzt auf dem Weg sein, glaube ich aber nicht. Nice. Good job, Tim. Kann theoretisch sein. Nice, good job. Nice. Schönes Ding, Jungs. Oh Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher, wie meine Adaptive Fan Mode war, richtig im Panic in der Base. So, was soll ich bauen? Diese Maß wäre natürlich trotzdem einen Ticken besser. Ich denke, jetzt bin ich wieder stärker gerade. Mhm. Warum ist auch Bot? Nice, so schön. Wie ist es bei euch so mit Item Spikes aus? Also ich bin jetzt im Prinzip so die nächsten 10-15 Minuten stärker als die Kaiser, denke ich. Mindestens. Auch relativ strong. Wann hast du deine Sachen wieder ab, Kutscher? In 70 Sekunden habe ich wieder Ult. Olaf? Oh shit, ich bin tot. Komm auch. Ich habe immer noch Cooldown. Okay. Ja, keine Chance, die Pink? Oder? Ich bin gleich wieder hinter, Alter. Holy shit, Alter. Wie Sams? Benutzt irgendwas? Mich nicht, genau. Ich habe mein Ego wasted gehabt, deshalb bin ich nicht rausgekommen. Kann sein, dass sie diven wollen. Du hast DP? Aber schon nicht so die gut. Die Leute oben Turret. Einfach clearen, wenn es geht. Ja, der Braum hat zu spät geblockt, ist fein. Okay. Ich habe auch immer noch Öl, aber ich kann mich hier nur schwer lösen. Aber er baut ja auch wenigstens Full Damage, ne? Aber der hat auf jeden Fall auch geultet. Ich glaube, die werden ja, vielleicht sogar noch weiter pushen.
Ich bin immer noch da. Nee, nee, da. Könnt ihr holen in der Mitte, Johnny? Ja. Oh, der hat weh raus, der hat weh raus. Vielleicht kommt er gleich nochmal. Ja, ist der geflasht vorhin? Ja, ne? Ich hab's nicht gesehen, ich glaube. Also bei mir nicht. Ult ab. Ah, ne, ne, der steht defensiver als sonst. Top nochmal zu zweit ganken, Tim? Wenn du ein Fenster gerade hast, ja. Ich hab Ult ab und mit Bot. Ich komm top für Ult. Kevin. Okay, sag, wenn du Range bist. Jo. Bin jetzt Range. Ich komme. Ja, dann lass uns Terror tun. Nice. Weißt du, weil du kannst runtergehen. Ich geh runter. Hab ich gesehen, dass der schon tot war. Was war tot? Dass der schon tot war, ich hab noch mein E gemacht. Achso. Fein, ich kann den Rest solo. Jo. Kein TP auch. Verlieren ein bisschen Zeit, Olaf kann wieder unten sein. Ich brauch jetzt Hilfe, Bot, ich hab jetzt eine dicke Wave. Ja, auf jeden Fall ziemlich viel Damage am Tür. Hat die Leute gerade eben geultet? Ja. Okay, Olaf ist top. Nice, nicht gut für uns. Cocky miss. Wenn wir noch Krabbe topside, dann basic. Ja, aber Toyot ist ziemlich low jetzt, unter HP. Ich hab auch Ult, aber der hat kein TP, wir sollen jetzt den gleich töten. Okay, ich hab Dings hier gekriegt. Also ich kann mit keinen Stain. Kann ich ja mit Toyot gehen, die wollen jetzt Toyot. Gib ein bisschen vor. Wie viel? Wie viele Sekunden kein Flash? Noch 20 oder sowas vielleicht? Wird noch 800. Die ist oben, kannst du direkt. Ja, wir werden trotzdem Topman spielen. Gib den Turret Bot auf den 2-4-2 Lauf. Ja, ist noch fein, ja. Hat die so viel Gold? Weiter geht's. Aber noch geh drauf. Bot ist gerade Mist. Cocky kann jetzt move. Wir können. Hat Cocky Package? Nein. Er ist auf jeden Fall Bot gemoved. Ist das direkt geschehen? Ja, Cocky kommt Bot, Cocky kommt Bot. Lass raus. Haben wir TP? Ich kann nicht TP. Wir spielen Top mit Harold. Ich push Mitte auch halt rein. Lass raus. Ja, müssen wir. Ah, wir hätten vorher, ne? Fuck. Ja, wir hätten TP'en sollen, hätten wir die treffen können. Wie denn? Ja, die wären ja nicht für den Push gegangen. Von der Bildung, ich hab den bekommen. Ist fein, passiert, das ist ja nicht so traurig. Olaf, Mitte. Wir haben jetzt halt Turret First Blood verloren, dafür haben wir TP noch ready. Müssen wir halt einen Play im TP. Ja, Flash ist auf jeden Fall wieder raus. Ich hätte gerade eben callen sollen, dass ich hinterher flash. Mann, du bist gar nicht geflasht. Botlane miss jetzt. Botlane miss. Olaf war Mitte und der ist jetzt auch miss. Ich komme, Kevin. Stay. Wait, hier rein. Botlane ist jetzt miss, ne? Oder für, Cocky hat Package. Bist du stark genug? Ja, ich bin stark, ja. Okay. Aber... Die swappen. Keine Ahnung, wo die Bot ist. Okay. Lol. Keiner mehr? War nicht so gut weg. Ich komme. Ja. Ah, der... Ich glaube, der sieht's. Okay. Wir sollten wieder auf Top spielen direkt. Und die beiden töten. Braum ist hier. Ihr könnt einfach Bot dann weiter pushen. Wir sollen Bot bleiben, ja? Ja. Ich glaube, Sola kann die alleine halten, oder? Ich kann nämlich roam. Ja. Nur halt nicht vom E getroffen werden. Ich kann nichts versprechen. Das wird halt ziemlich stark. Ist ein Bot. Olaf hier. Genau, die kann eigentlich nicht an den Turm ran. Kriegst du Free Gold die ganze Zeit. Ja. Oder schon Ninja, habe ich es also eigentlich. Bist du fein. Kernaki, red wieder ein bisschen mit uns. Ja, ich farm erstmal. Also, ich kann gerade erstmal full clear. So, kann ich den Blue nehmen? Miss. Wir sehen halt, ja. Na, nimm ruhig, scheiß drauf. Kriege ja nicht so viel mehr Pressure, wenn ich den hab. Gerade alle Miss. Olaf, Botzer, Jungle, die wollen für den Drake. Die Kaisa Ultimate funktioniert ja, ne? Ich nicht. Oder? Also, wenn die CC trifft, dann kann. Ja, genau, die hat diese Passive Stacks, das siehst du um dich rum. Und wenn jemand einen CC trifft, dann kriegst du auch einen Passive Stack drauf. Und sie kann auf alle Gegner, die eine Passive Stack haben, ulten. Und dann der steht da einfach nur ran, ne? Ja, genau. Die Range ist ziemlich hoch. Tobi, du kann man machen, oder? Leider nicht, ne? Ich bin auch top. Corki kann zuerst moven, aber ich hab TP. Olaf Mitte. Lass uns hier rein. Leute, hat die Lau TP? Weiß ich nicht. Ja, bald. Okay. Also passt dann auf, ne? Nicht, dass ihr dann in der Unterzahl seid. Brauchen wir jetzt im River. Olaf wird jetzt hier sein. Olaf wird im Try sein. Und Corki muss jetzt auch. Corki muft jetzt auch. Johnny hat auch TP. Worauf? Corki muft jetzt erst. Ich bin gleich in Ult-Range. What? Wo ist der denn hingeflasht? Alter, finde ich. Push mit, weiter. Ja, Cocky kommt auch jetzt. Also, so macht Leute Spaß, muss ich sagen. Einfach nur farmen und das Team carry spielen. Ja, so sollte es in der Solo-Queue sein. Ja. Aber nee, man muss Botlane immer fighten. Wie sagst du das? Aber das ist aber eine Botlane-Krankheit. Ich fighte nicht, aber deswegen komme ich nicht ahead.
Und irgendjemand in meinem Rocky Game moved jetzt hier. Das Game trotzdem, weißt du? Ich gehe hier one. Ich glaube, ich miss gerade. Okay, wieder da. Hier ist ein Pink, ich conteste den. Ja, das kann ich hier komplett easy clearen, also sie macht nichts außer Farm. Okay, immer noch miss. Kann auch sein, dass der Botlane zieht, Sola. Ich hab alles ready, sollte safe sein. Ich hab auch Ult ready, falls irgendjemand Loyal spielt oder so, können wir gerne mal sagen. Geh mal kurz hier warden. Jo, das war ein so, Böllerbus da oben, ey. Das ist so belastend, dass die fucking Bandit entfernt haben. Es dauert so ewig, seine Zeit zu kriegen, wenn man roamt. Das ist wieder so ein klassischer Change, wo Riot einfach nicht dran gedacht hat, dass man das Gold für Sidestone braucht wahrscheinlich. Jo. Er war nur so, ja, Bandit ist irgendwie nicht so eine coole Mechanik, lass mal rausnehmen. Oh, die brauchen Sidestone jetzt? Ah. 16. Minute Sidestone. Mm. Das schmeckt. Kaiser Mitte. Yummy. Drake die ganze Zeit, aber das ist kack. So, die haben halt einen Horn, ja, aber der klaut. Ne? Okay, ich gehe mit der Base. Ich werde aber weiter mit Tim rumrennen und wir killen alles. Ich wäre jetzt stark für ein 1-3-1 mit mir Bot. Die haben die Mitte eine Wave gerade? Nee, ne? Nee, nee. Erst also ich kann Mitte gehen, easy, ja. Aber du bist nicht gut gegen Illaoi. Ja, true. Geh mal weiter Bot, geh mal weiter Bot. Ich spiele ja, einfach also mit der Ult. Also gegen Illaoi ist wirklich komplett fein. Die kann nichts machen außer Farm. Ich farm auch. Jo. Sollen wir weiter Ressourcen auf der Ult wieder haben, Tim? Wir sollten dich weiter einfach Mitte spielen und Tim und hier weiter um hier. Und Vision. Tim, hier. Wir sind ein bisschen weit weg und die Kaiser können. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der fertig ist. Ich hab Ult. Illaoi misst jetzt gerade, passt auf. Der Olaf ist hier gerade. Komm. Ist hier. Geh auf den Korki. Ist nicht hier gerade. Ich bin in Ult Range. Könnte aus der Base kommen, Illaoi. Komm jetzt. Wir können das fighten. Olaf auch noch. Unterwegs. Ist im Ult, der kommt nicht raus, der kann Flash. Ah, ist das ein taktisches Gameplay von mir, Alter. Nice. Bitte? Oh, ich geh. Spannender Inferno und Sola. Okay, die ist wieder hier. Ich finde das gut. Push Mitte, ich hol Krabbe und so. Farm ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Achtung, Sola, du stehst ein bisschen zu offen jetzt. Was kommt ich geb denn? Dir mal ganz komplette Vision, Kevin, hier. Alle. Okay. Die noch leben. Getting carried is easy, when you're getting carried. Okay, Braum war winning is easy. Winning if you're winning. French is easy when you're French, Alter. Bester Typ, ey. Können wir Mitte holen? Oh, okay, Package. Können wir trotzdem. Ich hab Flash. Der Olaf hat immer noch kein Flash. Weiß einer, wie es beim Corki aussieht? Der hat gerade nicht geflasht, dann hat er wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Lane Ward. Du bist aber soon upside Corki Flash, glaube ich. Haben wir einen Lane Ward? Also, die ladet jetzt auf jeden Fall TP, ne? Passt auf. Ich gebasen. Same. Ja, ich reset auch gleich. Ich hab Triforce und 900 Gold. Mit dem Triforce würde ich sogar ganz gern schon noch Nash spielen, vielleicht. Hilfe. Illaoi moved jetzt von unten, oh ja, von unten, Vorsicht. Ich kann TP'en im Zweifel. Ich hab hier ready. Das war ein Rennen, lass Kutscher sterben. Der ist eh dumm. Okay, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir resetten. Ja, die sind Tacke gegen 5 Gold. Kannst du Mitte deffen oder soll ich kommen? Oh, okay, ich kann das deffen. Kommen alle zwei gerade. Ich move auf. Oh, der hat das Might up. Ich hab hier ready. Oh, die Korki macht actually ziemlich viel Damage. Dann komm, wir können auf den Korki drauf. Ja, ich muss gerade Mitte rauspushen. Oh, wow. Illaoi hat Ultras. Das war dumm. Illaoi low. Oh, are you joking? Das war super unlucked, Alter, dass ich da nicht in Range komme. Können wir vielleicht noch machen, ich bin gleich da. Flash Korki raus. Können wir noch rein? Ja, von mir aus schon. Ich hab 8 Sekunden Ult. Ja, ja. Ich hab 8 Sekunden Ult. Kaiser. Ich hab 7 CC. Ich hab keinen Schaden. Shit. Ah, ne, das war nicht. Wir haben keinen Damage dafür, um so zu machen. Damit. Das war nicht so gut. Ja, wir hätten die 8 Sekunden auf meine Ultimate warten müssen. Dann können wir das spielen. Aber so nicht. Ja, Kaiser ist jetzt ziemlich fett, müsst ihr aufpassen. Ne? 20 von mir, 3 Kills mit 2 Assists mehr. Das ist richtig dick jetzt. Kannst du hinter TP? Maybe? Ne, lass mich nochmal hinten. Komm, ich weiter. Okay. Toll, Mann. Jetzt bin ich einmal gestorben. Ich wollte mit 0-0 abschließen hier. Ich hab Ult ready. Geh auf Dings. Okay, gerade nice. Können wir Nash? Ich hab TP. Beide 30 erst. 20. Sollte aber trotzdem passen, glaube ich. Ich kann auch hier hin TP in im Zweifel. Ja, der TP die Illaoi, also müssten. Wird's trotzdem machen. Meint ihr ja? Okay. Ja. Kannst du kurz näher kommen, damit ich jumpen kann? Und wir können ja re-engagen, wenn die kommen. Die sind auf jeden Fall in Unterzahl, bevor wir den fertig haben. Ich hab auch Ult ab noch. Das ist, wenn die TP, das ist ja 4 gegen 5. Wann hast du Smite? Ab jetzt der 5. Okay. Fuck sofort an.
Wir haben Pink da oben. Olaf, Flash müsste halt auch wieder Pink sein, ne? Ah, zieht Damage durch. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Olaf? Hab ich. Nice. Ich ulte. Hockey, Hockey, Hockey. Nice. Good job. Good job. Ich geh top. Ja, geh du. Nice, Smite. Oh, Alter. Danke. Wird mehr 50-50s eingehen, damit Tim sich mal beweisen kann hier. Ja, müssen wir trotzdem. Ja, ja, hätten wir wahrscheinlich nicht was anders machen können. Olaf ultet einfach. Tappt ein bisschen die Summoners. Mit dem hat er ja viel weniger Vision, können wir ihn vielleicht voll catchen. Aber es. Ja, naja, nee, wir mussten auch Damage machen. Ich glaube, Kutscher hat ja oben den Ward geklärt, damit wir Vision auf den Olaf haben. Ich glaube, da hätte man vielleicht. Ach, scheißegal, wir haben ihn. Ja, ja. Hat funktioniert. Alles gut. Okay, wie wollen wir den Nash ausspielen? Botlane Tier 1 ist noch da, ich würde sagen, wir nehmen den Turret. Oder? Ja, Bot ist gerade auch eine große Wave. Da geht Kevin hin. Top ist auch ein Slow Push. Und spielt einfach rund um Kevin. Lass Top so und geht jetzt einfach. Was hast du, Galio? Zu 4 Meter. Drake ist in 30. 55 erst. Drake Scheiß auf den Drake im Drake. Zweifel. Musst du resetten, Kutscher? Bitte wird gepusht. Ja, ich hab keine Wards. Rocky noch keine Infinity Edge. Der ist noch relativ weak gerade. Okay, dann Vision für Drake holen, solange Kutscher nicht da ist. Aussage ist ein bisschen suspekt. Ja, Wischen holen, solange Kutscher nicht da ist. Ja gut. Ich push mich wieder raus. Mitbekommen. Das ist eine Überraschungswischen. So. Können Drake, oder? Jo, ja, wir können ja auch das Zeit machen einfach. Wir können ja beide zur Not übernehmen. Wenn die kommen, können wir engagen. Ja. Ich denke, unser Plan ist für Kevin zu spielen, ne? Der ist jetzt bei der Eloy dran. Top ist halt immer noch ein Slowpush. Die verlieren auf jeden Fall. Du kannst auch top gehen, oder wie wollen wir das spielen? Mit dem Baron. Top ist halt auch eine huge Wave, ne? Mitte. Okay, Package Mitte. Ist egal. Kai'Sa ist Top 2 Bots, so. Ich hab ult. Der kann im besten Fall das Ding hier einfach nur. Okay. Oh, guter Damage. Sind safe. Kriegst du Bot auch was? Also gerade nicht erstmal, aber gleich eventuell. Ich kann ihn auch nicht nehmen, ich nehme ihn. Der Kork in hier? Ah ne, der Package. Der fliegt einfach Bot weg. Rotieren vielleicht? Ne, erst die Wave nehmen. Okay, ja, ist recht. Wir haben da zwei Pings stehen. Okay, immer noch Package. Wir Bot können darauf warten, Pins, ne? Wir gehen auf Bot und ziehen zusammen den Tier 2. Oh. Wir haben zwei Pings. Da steht an der Seite. Nice. Okay, wir gehen wieder Mitte. Olaf hat Predator was? Nimm die Camps mit, ne? Wollt ihr resetten? Jo, lass resetten. Okay. Okay, hat Package raus. Hauten die als drittes? Die geht doch jetzt nicht wirklich auf Ginsus, oder? Oh. Doch, Ginsus ist ziemlich gut auf der. Mann, ich, aber findet ihr also das neue weiß ich nicht. Oder nicht. Ah ja, ist ja eh voll. Und ein schlechter noch dazu und das ist schön für uns. Du brauchst halt Essenz über Static, um dann nicht auf Infinity Edge zu gehen. Also. Okay, Leute. Also, wir spielen weiter quasi in diesen 4-1 und die andere Lane wird geslowpusht. Das heißt, Sola, nach den Raptoren gehst du kurz Spot, machst einen Slowpush. Dann brauchen wir Deep Vision, ne? Für Top. Jo. Ist aber schwierig für mich. Sei mal so ein bisschen Also gegen die Lau kann ich kein Deep Slowpush machen. Nee, ich wusste nicht, dass die da ist, als ich es gesagt habe. Dann holen wir jetzt erstmal die Topside Vision. Was soll die machen? Oh, ihr habt Backup. Ich hab auch Holt ab. Das ist ein Sweeper? Also, das ist kein Sweeper. Ich kann den Pink reinstellen. Oder wisst ihr, hier oder ist die Wort? Oder? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Geh den immer hier hin, wenn du Pink Wort stellst. Da ist der Kacke. Wir haben gerade Base, ne? Naja, wir haben oben eine große Wave. Lass mal gucken, ob wir mit der was machen können. Hier ist ein Pink. Ich glaube, die können uns nicht so einfach engagen. Ja, wir sollen gerade nicht. Wir brauchen Kevin Push erstmal. Ah, ja, okay. Scheiß drauf. Die Wave ist eh. Schneller weg, als wir gucken können. Ich nehme mit Lamp. Ah, ich glaube, oder Nash Wave eh ein bisschen tricky. Priority. Hm. Ah, true. Meint ihr, ich glaube, dass wir 5 gegen 5 schon gut dastehen aktuell, ne? Jo, safe. Easy. Ich glaube, Kevin und ich ficken die Backline richtig hart. Ja, vor allem mit Galio. Ich werde auch mit reindiven dann. Und Sola kommt also Sola ist alleine. Alles. Ich gehe über eine Wand. Achtung, oh, die wollen mich engagen. Ich flash. Ja, die werden reingehen. Nein. Okay, never mind. Die nicht, das war 4 gegen 5.
Kann ich resetten? Oh. Halt die ganze aber weil ich, wenn ich Krabbe hole oder hier Dings, ich kann es smiten. Break ich mich relativ schnell. Müssen wir gucken, ich meine, wir kommen nicht. Ja automatisch Gold erhält durch die Camps und so. 2 Minuten bis Nash. Ich hab in 800 Gold Blade. Auch noch mal eben. 700 Gold Blade. Ja, du hast alle noch resetten. Ja, gut, wenn Kevin resettet. Ja. Oh ja, wirklich, also ich komme ja nicht an den Turm ran. Vielleicht gibt's erst noch. Okay, 1,45 Nash. Ja, wenn ich bis dahin Blade hab, wäre Premium. Kannst du nur noch in Futures Market gehen, also ich brauche eigentlich noch 700. Das hier ist auch noch wichtig, wenn ich mein Level 16 krieg, das ist auch nice. Hier sind gerade alle top. Die wollen jetzt meine Vision nicht schaffen. Ich helfe dir, Unlucky. Ich gehe top die Wave Wind für Level 16. 150 Gold. Okay, ich komme zum Blue. Ich kann den auch soloen, dauert nur ein bisschen. 300 Gold. Haben wir gerade Zeit. Okay, eine Minute Nash. Plan ist klar, wir probieren Vision zu holen, versuchen die zu catchen mit Rakan. Ich brauche noch die Midwave und Rap. Ah, Midwave und Rap haben wir knapp. Ich hole Midwave, dann gehe ich Base, hab ich, dann gehe ich mit Futures Market. Jo. Wir holen gerade. Machen gerade zwei Sachen gleichzeitig, lass mal gerade erst Solar lesen. Ich bin bei dir. Mm, die könnten gerade auch Bot kommen. Haben nicht wirklich viel Pressure gerade. Okay. Dann passt auf hier. Ja. Ja, wir müssen die Vision nochmal abgeben. Lass sie gar nicht placen, wenn Solar nochmal Recon will. Ja, ich hab jetzt Blaze, jetzt ein 10er Pause. Ja, aber. Ah, die Solar-Base ist. Ich auch nochmal schnell Base von der Bot. Okay, dann resetten wir noch einmal. Ich hab Ludens. Ja, Nash ist in 6. Aber scheiß drauf. Eh die Wards power. Heißt doch. Ich glaube in der Zeit. Mal ist nur einmal mehr. Nash ist mein Mann, ja. Okay, ich hab Level 16, wir haben einen 10 Power Spike. Kaiser move, Kaiser move. Komm, ich bin da Package, komm, pass auf. Nice. Das ist zu Baron direkt, direkt ja, Baron. Ja, 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 ja. Good job, Kevin. Halt schon, ab. Ist hier Vision geklärt, oder? Ich hier soll es keiner gestellt. Hier könnte einer sein und. Plan ist mit Rakan zu reengagen, ne? Wir lassen kein 50-50 zusammen. Wir fighten warten, die dann. Kevin der im Pressure ist. Ja, Kevin hat ja auch TP dann. Ja, dann müssen wir mit deinem Tio holen. Der Olaf hier? Kann mir auch gleich erstmal schon noch hier schnell fighten. Wir fighten. Ja. Der macht mir echt viel Schaden. Wir haben jetzt bald ein Pressure-Dings, oder? Ja. Wir haben ja noch 50 Sekunden auf die Lage. Okay, wir. Na okay, wir sind wieder raus. Oder von Predator gezogen. Lass mal wieder Richtung Baron gleich. Jo, wir haben auch top eine große Wave, wenn die wer annimmt. Wir gehen hier noch One Card. Ne, ne, ist fein. Okay. Der Kevin ist gleich auf Tower, wir können anfangen. Let's go, let's go, let's go. Der Dings halt wieder ab, ne? Kaiser top. Ich hab keine Vision. Ja, Olaf kann da trotzdem einfach reinspringen. Mein Gott, 2.0. Sollen wir abbrechen? Ich bin für abbrechen, lass abbrechen. Ich bin auch für abbrechen gerade. Dann das Mitte rauspushen, dann Drake. Kevin macht da die Insane. Okay. Nash wieder, Nash wieder. Kaiser ist Base. Alter, dick. Kannst du die einfach engagen anmachen? Oder Raka? Die sind halt nur zu dritt. Wird der followen? Wird der followen? Ja, okay, nevermind. Ja, lass ich hab Flash ult. Ich hab Unlucky ist viel zu ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Okay, ist okay. Werden wir wahrscheinlich, weil Kevin noch gefallen ist. Egal, wir haben Inne jetzt open. Wir können das einfach wieder spielen. Ja, ja. Wir müssen ein bisschen mit der Akku juggeln, wenn Kevin da so viel Action macht. Wenn einer Base geht, dann können wir die dann halt besser punchen. Die werden für Drake gehen wollen, sollten wir die 9 zu dritt. Auf dem Weg, wir können den Nash gerne gute gebrauchen, warte. Du meinst den Drake? Den Drake sollten wir erstmal posten, oder? Ja, meint die Mountain Drake, hat sich nur versprochen. Ich bin ein bisschen catched. Wie weit noch auf dem Weg? Ah, ich bin safe. Corki hat wenig Mana, Corki hat übel wenig Mana gerade. Stell ich mal, ich nehme mich, die sehe mich. Wir können ihn schon forcen. Jo, erst die Krabbe. Corki muss Base. Corki ist hier. Ja, der hat wenig Mana. Achso. Ich glaub nicht, dass ich fein. Ja, okay, die geben den. Das ist dann direkt zum Baron, oder? Jo. Jo. Ich kann die auch bottom wieder. Meint nichts, ne? Nicht meint. Oh, Schwott. Ich hätte das meinten können, ich hab zwei ab. Achso, okay. Wie ist Kaiser? Ist Kaiser? Ich hab noch einen Pinkpot für die Kaiser. Die hat QSS jetzt, die Kaiser. Oh. Damn, da kann die ja meine Ult QSS. Also, sie kann in uns rein ulten aus deiner Ult. Raus. Tatsächlich.
Ich wär jetzt für den Engage hier. Ja, wäre cool, für trotzdem kurz warten. Wir haben Free Dings oder nicht? Ich hab nochmal einen Sweeper. Du gewinnst ja jedes Mal, wie man gerade. Komm einer her, komm einer her. Hier ist noch ein Wort. Wow, das ist das Boyzy, Alter. Dachte ich auch gerade. Im Moment dachte ich so, Olaf? Ja, bitte. Wir können da drauf. Okay. Oh. Okay, Baron direkt oder so. Können wir raus? Baron. Jo. Ja, die haben beide einfach. Kevin pusht einfach Bot, wir machen. Chill, Komm rein. Hier. Ja. Oh, der Cocky. Kaiser? Ich hab Kaiser am Arsch. Ich bin da. Ich hab noch GA. Müsst ihr nur aufhalten, ein bisschen. Tür macht Ende. Holy shit, der Damage von ihr. Okay. Oh, nee. Der Braum da oben, stopp den Port vom Braum noch. Ich werde nicht mit 100 Pilzen. Wie du die wegprügelst, Kevin, das ist so dumm. Ich hab 4300 Damage, True Damage gerade. Schon gemacht. Es geht für Finish Sola. Ja. Olaf lebt wieder. 12 Sekunden auf Gorky. Auch einfach weg. Hat der Ulti? Nee. Gorky's ab. Okay, geht raus. Vorbei, 15 Sekunden auf den nächsten. Könnt ihr hier Gorky geht helm. Oh, schön. Ich hab TP in 5. Geht für den Finish. Keine Minions gerade. Kaiser an 8. Ja, ich TP auf das erste Minion. Ich TP auf das erste Minion. Ja. TP auf Minion. Ist gut. Let's go. Ja, ist gut. Vielleicht hätte ich nicht Dach nehmen sollen, aber. Bin aber auch auf dem Weg. Ich hab Ult ab. Können wir bitte den Tür? Okay. Würde ich so einfach. 3 Sekunden kann ich auch TPen. Ich glaube, ich hab den Tür halt getankt. Deswegen. Beide noch killen. So viel Zeit muss sein. Guter Call, gefällt mir. Okay, nice, let's go. Lass nur einen killen, das wäre noch cooler. Okay, dann nur Elaui. Das ist voll die gute Idee. Nur Elaui. Okay, okay, noch gar keinen. GG. Gar keines besser. Kevin gegen AOEN. Worldplate. Perfect. Spin plus Sola? Ja. Spin plus Sola. Ja, okay. Ja, okay. Okay, ja, der eine Fight beim Nash hätten wir ein bisschen drüber reden sollen, dass Kevin gar nicht kommt und dass wir einfach disengagen. Ja, und Botlane halt, ne? Hätten wir nicht nochmal reengagen sollen, aber sonst war eigentlich ganz clean. Oh, solid um die Win Condition Kevin gespielt. So muss das. Den Washed Up Top Lane. Und so laufende Win Condition, so lobe ich mir das. Haut da rein.